Enola kommt bestens allein zurecht. Dafür hat ihre Mutter stets gesorgt, sie zu einer selbstbewussten und wehrhaften jungen Dame erzogen. Wobei man das große Wort Dame hier nicht allzu wörtlich nehmen sollte, denn beide sehen sich überhaupt nicht gern als menschliche Zierpflanzen, mit denen sich nach der Aufzucht dann irgendein Mann schmücken kann. Das sorgt natürlich dem sonst so hohen Ansehen der Familie Holmes zum Trotz für reichlich Tratsch und schräge Blicke. Ganz genau. Enola ist die jüngere Schwester dieses berühmten Detektivs aus der Baker Street, dem sie wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Auch den beeindruckenden Scharfsinn ihres großen Bruders teilt das aufgeweckte Mädchen mit ihm. Den braucht sie an ihrem 14. Geburtstag auch sehr nötig, denn völlig unverhofft verschwindet Enolas Mutter und ist wie vom Erdboden verschluckt. Auch wenn das lebensfrohe Mädchen sich noch so authentisch in die weltberühmten Erzählungen und zwischen die Figuren von Sir Arthur Conan Doyle einfügt, sie ist die moderne Schöpfung der amerikanischen Schriftstellerin Nancy Springer und die Titelheldin der wohl berühmtesten Jugendbuchreihe aus ihrer Feder. Im Splitter Verlag erscheint nun die liebevolle Comic-Adaption von Serena Blanco, deren bunt leuchtender Aquarellstil mit den schlanken, schnörkellosen Konturen eine hervorragende Bühne für die selbstbestimmte und gewitzte Titelheldin bereitet. Das bietet natürlich vor allem Mädchen eine tolle Projektionsfläche, wird aber auch jungen und alten Menschen jeden Geschlechts viel Freude bereiten, die klassische Abenteuer- und Kriminalgeschichten zu schätzen wissen. Denn trotz seines begrüßenswert modernen Geistes versprüht Enola Holmes durch ihre so eigenwillige wie hübsche Analogoptik einen zeitlosen Charme, dem man sich nur schwer entziehen kann.